Und zwar ist so folgende Sache heute: dieses Pokémon, was mir hier jetzt noch nicht angezeigt wird, will ich auf jeden Fall haben. Das heißt also, ich bin gerade rausgegangen aus meiner Hood und hoffe, dass ich das finden kann. Das wäre ziemlich geil. Und ich bin schon mal aus dem Radius rausgegangen und dann habe ich halt gesehen, okay, ja, es war halt weg. Und dann bin ich halt wieder zurückgegangen und hoffe halt, dass ich jetzt immer dichter komme. Schauen wir mal, hier gab es gerade wohl wieder was. Ja, juhu, ein Traumato. Es ist schon gut am Regnen, das kotzt mich schon mal richtig hart an. Na komm, Raupi nehmen wir auch noch mit, hab schon ewig keins mehr gehabt, muss ich wirklich sagen. Das hier, oh wow, erstmal übel abgestylt, auf jeden Fall richtig krank. Jo, das passt. Ja genau, Raupi, läuft bei dir. Willst mich rein, wa? Passt. So Leute, jetzt halt wirklich meine Mission ist definitiv dieses Pokémon, oh das zweite jetzt sogar, also hier haue ich richtig definitiv den Rauch rein. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall ein absolutes Muss hier in dem Bereich, weil wie gesagt, wenn ich sogar zwei Pokémon in der Nähe habe, die ich noch nicht drin habe, dann sehe ich das definitiv als sehr wichtig an. Ja, sehr geil. Warum denn nicht? Hat man auch nicht so oft. Oh, WP11, okay. Das hält sich natürlich auch im Rahmen. War jetzt mein Bildschirm nass. Weil ich kann nicht mehr richtig im Bildschirm tippen. Jetzt passt's. Erstmal sauber gewischt. Also die zwei Pokémon wären halt schon mal mega nice. Die müssen drin sein auf jeden Fall. Oh, jetzt nur noch eins drin. Jetzt sind sie wieder beide drin. Das heißt, ich gehe mal in Planten und Blumen, weil ich denke, dass die wieder da abhängen. Ja, auf jeden Fall. Erstmal richtig amüsant. So muss das sein. Ganz genau. So habe ich mir das vorgestellt. Und 955, herzlichen Dank. Das ist doch mal ein Ding, was man definitiv mitnehmen sollte. Gleich ein Hyperball, wir wollen das gleich mal gefangen nehmen. Ja, richtig belastend. Oh, wie ich halt gar nicht treffe. Mit nassem Display solltet ihr auf keinen Fall spielen. War klar, war total klar. Bitte hau nicht ab. Ich hau dir auch noch eine Himbeere raus, gar kein Thema. Bitte hau nicht ab. Das müsste die Erweiterungsstufe von Knofensa sein, würde ich denken. Oh, bitte. Nochmal Himbeere, vollkommen egal. Hau raus. Spielt auf keinen Fall mit nassem Display. Oh, das fuckt so hart ab. Ey, nicht euer Ernst. Oh, es ist nicht dein Ernst, glaub's mir. Es gibt's nicht. Ich krieg das Display nicht trocken. Ja, yes. Also der Tag hat sich schon mal gelohnt.
Der Rauch hat sich gelohnt. Neues Pokémon, guter Wurf. Ja, genau, also die Nachfolgerin sozusagen von dem Knuffenser-Dingbum. So, jetzt geht's weiter. Ich habe die Schnecke immer noch in der Nähe. Dann gucke ich mal, ob die hier auch noch am Start wäre. Das wäre halt richtig nice. Vorteil an dem Wetter ist natürlich, also weil es jetzt halt regnet, keine Sau hier, keiner stört. Das ist natürlich auch geil. So, jetzt gucken wir mal. Anton, na gut, okay. Den brauchen wir jetzt nur nicht unbedingt. Und ich kann natürlich viel lauter quatschen. Das ist natürlich auch richtig geil. Kamera habe ich heute leider nicht am Start. Die habe ich einfach wirklich vergessen. Dafür wäre es aber heute jetzt auch schon wieder fast zu dunkel. Oh, Evoli auf Platz 1. Na, ich hätte gern lieber das neue Pokémon auf jeden Fall. Aber wir grasen hier einfach mal alles ab. Und dann denke ich mal, sollte das eine softe Nummer werden. Wie gesagt, das eine neue ist ja schon mal ganz nett. Na, ein Traumato, Alter. Geh nach Hause, Junge. Dich braucht keiner. Auf jeden Fall richtig nice. Ich glaube, ihr geht auch übelst drauf ab, dass ich jetzt halt eben lauter quatschen kann. Das ist natürlich echt geil. Dass man sich halt wirklich gar nicht zurücknehmen muss und einfach nur quatschen kann. Kennt ihr ja von COC. Eskalation pur. Ganz klare Geschichte. Und wir haben es. Das ist ein Screenshot wert auf jeden Fall. Also haben tun wir es noch nicht, aber ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg dahin. Sogar Level WP fast 500. Das ist, denke ich mal, eine ganz nette Aktion. Superball, flieg durchs All und hol mir das Teil. Das wäre das zweite neue Pokémon innerhalb von 10 Minuten. So krass hatte ich es noch nie. Obwohl, in der Folge, wo ich Fukano gekriegt habe, habe ich ja kurz danach auch Mankey bekommen. Und das lief auch richtig hart. Sehr geil, sehr geil. Cooles Ding auf jeden Fall. Komm, hier Anton gleich noch mitgenommen. Ist ja wohl mal ganz klar. Der soll ja nicht zu Hause bleiben. Den packen wir auch mit ein. Auf jeden Fall. Ich bin hier komplett allein. Das hätte ich nie gedacht. Ah, ich bin auch ein Idiot. Ich hätte meinen Regenschirm mitnehmen können. Bloß ich habe da halt gar nicht dran gedacht, dass das halt echt regnet. Ich dachte mir, ja, passt schon. So, jetzt haben wir einen Enton hier noch. Schon sind wir wieder in Planten und Blumen. Eigentlich wollte ich das ja nicht. Hatte ich wirklich vor Altona Balkon, weil ich da halt wirklich in einer Facebook-Gruppe halt gesehen habe, dass da richtig der Bär am Rocken ist. Dass da richtig hart die Katze brennt. Aber ja, gut, okay. Wenn man natürlich dann wiederum ein Pokémon sieht, direkt auf dem Radar, was man noch gar nicht hatte. Ganz ehrlich, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah? So, Traumato kommt wieder dazwischen. Wollen wir natürlich eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, der geboostete Stop, da checken wir mal kurz ein und dann passt das. Nebenbei mit der Powerbank halt mega nice auf jeden Fall, ohne Probleme. Und das wird auch, denke ich mal, die gesamte Filmerei revolutionieren. Das heißt nämlich, bei mir war es halt relativ schnell so, dass der GoPro-Akku leer war und das habe ich nun jetzt gar nicht. Weil ich die GoPro ja hoffentlich auch on the fly direkt bei der Aufnahme laden kann. Das müsste eigentlich klappen. Und ja, für die, beziehungsweise über die Powerbank, die hat ja genug Power auf jeden Fall. Mit 30.000 mAh, da ist das schon ganz in Ordnung. Und ja, wird auf jeden Fall mal getestet beim nächsten Mal. Schauen wir mal. Sehr geil, gefangen genommen. Carpador, richtig gut. Ich brauche noch einiges an Bonbons. Und einiges ist nur ein Witz. Ich brauche tierisch viele.
Also ich würde mal sagen, wir harren hier mal kurz aus. Auch wenn es regnet, ist mir scheißegal. Kommt das nächste. Hey, cool, Nidorina, kann das sein? Nee, Nidoran. Na, ich meine, 74 ist... Oh, wieder das Wasser. Sonst würde der Pokéball nie so hardcore-mäßig fliegen. Aber trotzdem halt, also jetzt die... Ja, die Taubsi- und Traumato-Dichte ist ja wirklich hier echt noch in Ordnung. Das heißt also, die Menge der guten Pokémon scheint hier mir heute mal so ein bisschen hold zu sein. Einfach mal so ein Evoli drin. Na genau, 99 WP, bestens zum Evolutionieren. Sehr gut. Günstiges Candy, würde ich sagen, passt. Toller Wurf, natürlich toller Wurf. Was sonst? Sowas habe ich gewollt. Genau sowas. Jetzt gucken wir uns mal an, wie es mit den Eiern ausschaut. 1,3 Kilometer mittlerweile gelaufen. Einwandfrei, passt auf jeden Fall. Ja, ist natürlich gut, wenn man das halt in einem durchzieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das halt auch gerechnet wird, garantiert größer. Also wenn man das immer in so kleinen Steps macht. Ein Quapsel, stand gar nicht im Radar. Oh, 600, oh krass. Da hauen wir eine Himbeere rauf. 600, das ist natürlich echt eine Nummer. Aber es hat geklappt mit dem sechsten Ball oder so. Sehr nice auf jeden Fall. Gleich mal den Pokestop noch abfarmen. Ach, wir sind wieder zu weit weg, ja. Am Arsch, Junge. So, Goldini fast 400 WP. Passt also auf jeden Fall in meinen Pokédex. Schöner Curveball, auf jeden Fall. Fand Goldini auch. Hat ihr gefallen. Carpador nochmal. Ja, passt. Ja, ich gehe am Wasser lang. Enton und Quapsel, sehr geil. Und sogar Quapsel zuerst, ganz genau, richtig so. 47 ist natürlich gar nichts, aber zum Evolutionieren reicht es natürlich vollkommen. Das passt gut. Und dann nehmen wir uns das Enton auch noch, obwohl ich ja einen Entoron schon habe. Aber der ist, glaube ich, auch erst 950, also da wäre natürlich noch ein bisschen was Platz nach oben. Wie er da sitzt, Alter. Ja, Enton geht auf jeden Fall auch klar. Da haben wir noch einen Sternu. So muss es sein. Schön abwechslungsreich, das passt. 93 ist natürlich auch ziemlich belastend. Da kann man auch mal einen Pokéball sehr weit werfen, auf jeden Fall. Aber Sterndu auf jeden Fall in Ordnung. Gucken wir mal, wie es da momentan aussieht. Ich kann es evolutionieren, aber ganz ehrlich, kein 93er Sterndu. Das bringt uns, glaube ich, allen nichts. Oh, sehr geil. Oh, da, jetzt fangen die geboosten Stops hier an. Die gehe ich auf jeden Fall ab, alleine schon, weil ich sie noch nicht hatte. Und ich denke, das ist halt wirklich das Sinnvollste, halt einfach überall mal so ein bisschen zu sein, anstatt die ganze Zeit immer nur an einem Stop. Ich denke, das macht Sinn.
Und jetzt sind auf jeden Fall, oh yeah, yeah, sehr, sehr, sehr nice. Ein, ich glaube, 5 Kilometer ein müsste das sein. Ein Anton. Na toll. Dafür läuft man dann. Und dann 113er, genau. Dafür läuft man. Das nächste. Sehr geil. Oh wei, kann das sein? Nee, oh wei. Richtig geil auf 453 WP. Extremst nice. Ich muss gleich die nächsten Eier in den Inkubator reinblasen. Auf jeden Fall. Richtig nice. Richtig nice. Da haben wir noch einen Fünfer. Und haben wir noch einen Fünfer? Nein, dann nur noch einen Zweier. Belastend. Aber so ist das halt. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber egal. Knofenser, Anton und Stern, du. Sag nichts und lass dich einfach fangen. Ganz genau so sieht's aus. Oh, wo ist Stern du hin? Egal, Anton nehmen wir noch mit. Ja, genau. Legen ihn zu den Füßen. Genau, Eiershot, Alter. Eiershot. Yo. Passt. Ja, passt auf jeden Fall. 150 WP, glaube ich. Genau, hauen wir aber auch raus, weil ist definitiv zu wenig. So, jetzt kümmern wir uns um die Stops allein. Sehr nice. Auf jeden Fall Hornliu kommen, nehmen wir mit. Schade, Sterndu hätte ich halt noch mal gerne gehabt. Das wird dann, glaube ich, Star Me, wenn ich nicht ganz falsch liege.
dazu. Würde ich mal höchstwahrscheinlich noch ein Ei zünden. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Jetzt nochmal zubert, aber da habe ich schon richtig fetten Gollbart eigentlich. Ich glaube irgendwie 900 noch was, wenn ich nicht ganz falsch liege. Den werde ich jetzt definitiv nicht übertrumpfen. Kann ich mir nicht vorstellen. Läuft 1000. Sehr nice. Damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Ja. Gucken wir mal. Ist sogar ein XS der andere, also definitiv raus. Und dann 1000er Goldbart, einwandfrei. So, ich würde mal sagen, das war's. Sind zwar nur 12 Minuten weg, aber wir haben unser Levelaufstieg. Ein paar Hyperbälle. Passt. Auf jeden Fall. 15.000 EP. Richtig nice. Gleich noch ein paar Pokémon rausgehauen, logischerweise. Dann morgen definitiv das nächste Ei ausbrüten. Die nächsten beiden gehen auf jeden Fall weg. Passt. Das soll es gewesen sein. Haut mal bitte rein. Bis dann. Ciao, ciao.